Flora gegen Dafung. Wir sind jetzt in der Top 12 Winner Side. Noch Best of 3, erst ab Top 8 ist Best of 5. Ja, die beiden haben auch schon öfters gespielt. Ich glaube, dass Dafung auf jeden Fall die meisten Begegnungen gewonnen hat. Aber Flora auf jeden Fall noch nicht der Chance zu gewinnen. Gut, Tweed ist draußen, dann kann es hier auch weitergehen. Flora gegen Dafung. Winners Side, also praktisch Winners Quarterfinals. Und der erste Stock hier an Flora. Ich meine, waren zwar schon 130%, aber immer komische Hitbox hier. Komischer Knockback, besser gesagt. Oh, und hier Verpflegung auch schon direkt. Sehr nice. Na, wir sehen hier gerade Flora gegen der Funk. Ist auch komplett even gerade. Alles noch komplett offen. Ja, schön. Sehr gut, auf die Tanzschule war ich auch super gespannt heute. Ja, ich auch. Und bisher. Ja, viele Upsets gab es jetzt nicht, würde ich sagen. Außer vielleicht, dass Eistee weitergekommen ist. Ian ist dafür nicht aus dem Kurs gekommen. Und dann vielleicht so. Das meiste in Second Seed ist. Und Nice Face, genau. Nice Face Preis war eigentlich Quest. Okay, also, da kommen jetzt in Führung. Aber 130% muss man auch erstmal halten können. Ah. Aber die kann auch unter Umständen gut lange halten, tatsächlich. Ja. Oh! Tilt reicht noch nicht. Okay, getradet. Kann man auf jeden Fall machen mit DVD. Schöner Parry und jetzt geht das Jungle los. Oh, fällt noch nicht. 128%, da ganz oben, dann noch nicht den Kill. Also interessant für die Athleten. Aber der Up Smash ist es. Okay, also, erstes Game geht an Dafung. Mhm. Was? Okay, während sich der Herr Lennart jetzt nochmal ganz schnell um Turnierleitungsdinge kümmert, gucken wir mal, wie das zweite Match jetzt in dem Best of Three gleich starten wird. Ich denke, die beiden werden sich da jetzt gerade nochmal ein bisschen unterhalten, welchem Stage wird es jetzt. Oh, wir sehen Smashville. Schön. Mag ich auch einfach total gerne. So, ja, ich habe es ja selbst noch mitbekommen, 1-0 jetzt hier davon. Mhm. Kirby, cool. Oh, sehr interessant. Ist das so der Second von Flora? Ja. Ach, tatsächlich, okay. Ja, aber ich habe tatsächlich noch nie Flora in den anderen Charakter spielen sehen, außer
Ja, DDD und dann halt noch Kirby. Mhm. Und kann schon. Kann auf jeden Fall den Unterschied machen in manchen Matchups. Kirby ist halt auch richtig weird einfach. Dadurch, dass sie. Dass sie Kirby ganz komisch gebufft haben, so die Smash-Attacken einfach so nur stärker gemacht und so. Dadurch ist Kirby einfach merkwürdig, sehr merkwürdig gegen zu spielen. Das wusste ich gar nicht, das ist schon länger her? Ja. Also so den Down-Smash und den F-Smash und so haben die gebufft und man fragt sich einfach rum. Aber ja, okay. Das ist Kirby halt so wie Kirby ist. Ja, das ist Fanservice-Betrieb da an der Stelle. Oh. Killt noch nicht. Ja, manchmal bufft und nervt Nintendo gut und manchmal einfach nur merkwürdig. Das ist wie wenn ich Ganondorf F-Smash buffen würde. So, warum? Der braucht nicht stärker sein. Aber orientiert sich da auch der Nintendo wirklich also so an der Competitive-Szene? Nee, ne? Eher nicht. Also bei manchen Sachen schon, bei Sachen, wo die denken, ja okay, das ist unfair. Zum Beispiel nach einem japanischen Turnier, wo ein Serious Suit Samus Spieler gewonnen hat mit so Ladder-Kombos, haben die Ladder-Kombos genervt. Danach willst du doch nie wieder in Japan bei so Nintendo-Turnieren mitspielen, weißt du, wenn sie deinen Charakter als Belohnung, du hast noch nicht mal, die machen das ja nicht mit Geld, Rewards oder so. Oh, Yappi, geht noch nicht. Ja, sondern da hast du einfach nur einen Pro-Controller bekommen, das war der Preis. Du bekommst einen Pro-Controller und du bekommst auch noch einen schlechteren Charakter. Cool. Ja, dann? Ja, Tobi. Dann bin ich doch nächstes Jahr wieder mit dabei. Ja, halt echt. Ey, krass. Ich dachte, ich wäre davon ausgegangen, gerade in Japan, dass sie das nochmal anders machen. Gerade auch preisgültechnisch. Nee, Nintendo ist ein bisschen verkorkst, was das angeht. Nur gut. Und verkopft. Die haben auch ganz viele Partner und wiederum Leute, mit denen die nicht verpartnert sind, machen die sehr, sehr ungerne was. Zum Beispiel sollte ich ein Release-Event zu Smash Ultimate machen auf einem Turnier, auf der MAG, falls du die kennst. Nee. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. MAGCon, weiß ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Event so. Und bevor Smash Ultimate draußen war, sollten wir ein Ultimate-Turnier mit der Demo veranstalten. Und am letzten Tag, also praktisch am Tag, an dem das stattfinden sollte, hat Nintendo abgesagt einfach. Weil da ein Sponsor mit in der ganzen Geschichte war, den die eben nicht, also der vielleicht konkurriert mit einem Sponsor, den die haben oder sowas. Das war irgendein komischer Tokyo-Coin oder so. Oh, Netflix! Ja. Straight out of Smashville. Und das ist auch schon das 2-0 hier für Dafung. Ja, ich würde mal gucken, ob ich Papi Chao und Hollow Man vielleicht on Stream kriege, weil das jetzt im Moment das Einzige, was nicht jetzt noch mit drin